Die Vorlesung richtig unnötig. Wofür brauchst du eigentlich Mathe? Check ich eh nicht. Die Tussi, sie weiß eigentlich gar nicht, warum sie in die Vorlesung gehen soll. Viel lieber würde sie Bloggerin oder so werden. Hauptsache irgendwas mit Beauty. Das Fach Schminken konnte sie leider an der Uni bisher noch nicht finden. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Solarium oder macht Party mit Freundinnen. In der Uni sieht man sie dafür nur höchstens ein bis zwei Semester. Fuck, Scheißding nimmt nicht mehr Visa. Wir bezahlten heute noch mit Münzen. Der Justus. Er hat in seinem Leben noch nichts geleistet, trägt aber immer die teuersten Markenklamotten. Die Vorlesung interessiert ihn recht wenig. Er kommt lediglich nach dem Motto Sehen und gesehen werden und packt vor jeder Vorlesung erstmal demonstrativ sein MacBook aus. Zum Mittagessen sieht man ihn nie in der Mensa, denn er geht lieber zum edlen Italiener um die Ecke. Ist hier noch zu. Es ist 7:45. In einer Dreiviertelstunde geht's schon los. Die Ersti. Sie ist in der Regel die Erste an der Uni und die Letzte, die geht. Trotz wochenlanger Vorbereitung und unermesslicher Motivation sitzt noch nicht alles auf Anhieb. So sieht man sie häufig absolut verstört und orientierungslos über den Campus irren, auf der Suche nach dem nächsten Seminarraum. Dass sie nach der ersten Woche noch keinen vollständigen Stundenplan für die nächsten 6 Semester in der Tasche hat, bringt sie um den Schlaf. Planung ist alles. Mein Gott, sind die Studenten hier wirklich zu blöd, Plastik und Papiermüll zu trennen. Plastik macht unsere ganze Natur kaputt. Peace. Der Weltverbesserer. Er kämpft gegen Plastikmüll, Massentierhaltung und die Erderwärmung. Um möglichst viele Menschen von seinen Idealen zu überzeugen, organisiert er faire Wochen in der Mensa und verteilt Flyer von Greenpeace. Zur Uni kommt er entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Dabei trägt er zumeist weder Schuhe noch Socken. Naja, was soll's. Outfits. Die Rolle ist so gut. Ja. Warum? So willst du es jetzt ahnen. Ich kann nicht mehr. Jetzt reicht's aber.